Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt-Konz Marathomi heute am 26.10.2024. Heute beginne ich mit einer neuen Premiere und zwar einer neuen Art von Verkaufsfilm und zwar mit Wunderkistchen. Denn in der neuen Kommissionsware waren viele interessante Kistchen drin und die möchte ich euch jetzt als Wunderkistchen für ganz besonders wenig Geld anbieten. Und da sind wirklich, wirklich tolle und interessante Sachen drin. Deutschland, Ausland, viel Klassik, wohl das meiste aus der Zeit vor 1945. Aber bevor wir damit beginnen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Thomas Schmidt Konz Marathomi zu abonnieren. Dazu den Abonnieren-Button anklicken. Und jetzt kommt's wieder, wenn ihr die Klingel Klingeling mit anklickt, bekommt ihr die neuesten Filme mit. Und da haben wir ja schon die legendäre Glücksglocke, die für 3G steht, für Glück, Gesundheit und Geld. Und das wünsche ich euch und auch natürlich mir von ganzem Herzen. Und jetzt lassen wir mal die Glücksglocke ordentlich klingeln, denn sie bringt immer wirklich viel Glück. So, dann wollen wir nicht um den heißen Brei herumreden, sondern gleich in Medias Res gehen und uns anschauen, was in diesem kleinen Wunderkistchen alles zu sehen und zu entdecken gibt. Es sind wirklich viele schöne Sachen und heute haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, weil es nicht ganz so viel Ware ist. Es ist aber doch einiges an Magen vorhanden. Ja, diese Wunderkiste 1 gibt es für gerade mal 99 Euro. Das ist wirklich sehr niedrig angesetzt. Da müsst ihr euch schnell rühren, damit ihr da wohl zum Zug kommt. Ich befürchte, die könnte sehr schnell weg sein. Ja, sie besteht aus vielen Steckkarten und einem kleinen Album. Vielleicht beginnen wir mal mit dem kleinen Album einfach. Ja, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit als sonst immer, deswegen können wir das Ganze ein bisschen vielleicht auch etwas detaillierter anschauen. Ja, hier haben wir schon mal alte DDR, die habe ich schon mal überprüft, die haben leider keinen Gummi. Also die habe ich dann auch in der Preisfindung quasi nicht mit eingerechnet. Dann blättern wir mal weiter, dann haben wir hier, das ist glaube ich Ostsachsen, ja, und zwar vom Bogenrand, WOR, Walzendruck. Dann haben wir hier eine Danzig, eine Nummer 11, wunderschön, die ist mit Falz, soweit ich sah. Und dann haben wir hier auch Postfrische Magen, Lokalpost Meißen, was die Sache schon interessant macht, also diesen kleinen Satz. Und dann haben wir hier allerlei Bezirkshandstempel, kommen noch einige nachher, hier schon mal eine davon von diesen Bezirkshandstempeln. Dann haben wir hier von der Zeppelin-Ausgabe, 1934 müsste das gewesen sein, die 80er, kommt glaube ich auch nochmal zweimal eine 100er. Dann haben wir hier von Karl Marx einen wunderschönen, relativ zentrierten, gestempelten Viererblock. Ist auch interessant. Und ja, hier haben wir dann von 1949 eine gute Marke. Sowjetische Besatzungszone von der Leipziger Messe 49, also nicht von der 47 und 48, wo die Marken ein bisschen weniger wert sind. Auch die 6 Pfennig Boston ist nicht schlecht. Also hier kauft ihr wirklich richtig gute Sachen ein. Oh, Baden 80. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, was die wert sind. Ja, die 80er steht jeweils 8 Euro im Katalog und das, die ist gleich viermal vorhanden, also da kommt schon gleich wieder ganz schön Mittelwert natürlich zusammen. 8 mal 4 macht 32, hier haben wir auch die eine D-Mark nach der Währungsreform, die steht auch so irgendwo in der Richtung. Dann blättern wir mal weiter, also das sind lauter interessante Sachen da, Rheinland-Pfalz. Die steht 15 Euro zum Beispiel. Hier eine 100er von der Saar, aber die ist jetzt ohne Gummi. Dann haben wir hier nicht Brustschilder, sondern Wappenausgaben von den frühen. Hier auch interessant. Ja, hier ein senkrechtes Bärchen der 10er. Die steht bostfrisch auch auf 8 Euro. Also das sind wir schon mal bei 16 Mittel Euro plus. Auch hier mal eine bostfrische, soweit es. Soweit ich hier sehen kann, die muss ich auch mal nachschauen. Die steht auch 5 Euro immerhin. Und dann haben wir hier zweimal die 100er von der Zeppelin-Ausgabe, also von der Luftpost-Ausgabe aus dem Jahr 1934 müsste das sein. Die stehen wahrscheinlich auch so 6 bis 8 Euro pro Stück im Michel-Katalog. Ja, dann sind hier massig Oberschlesien, Dienstmarken, Aufdrucke, auch Kopfstehende und so weiter und alle möglichen Varianten dabei.
Und dann sehen wir hier Lokalpost 5 Stück. Also da sind richtig gute Sachen in diesem kleinen Album drin. Dann weitere Oberschlesien. Auch wie gesagt kopfstehende Aufdrucke. Dann haben wir hier sehr interessant POL. Hindenburg mit Trauerrand, leider nicht ganz komplett oben, weil da könnte man dann 120 Mitteleuro rechnen. Und das noch als Eckrand, leider halt nicht der Rand komplett vorhanden. Trotzdem finde ich interessant. Dann haben wir hier die Oberschlesien, auch die hohen Werte, Markwerte. Dann hier weitere SBZ, dann nochmal hier ein Bezirkshandstempelaufdruck. Dann hier nochmal Ostsachsen vom Oberrand. Hier eine Brustschildausgabe und dann wird es hier richtig interessant, Stadtpost Lubellau, das ist Ukraine, da habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Da gibt es auch deutsche Besetzung, Zweiter Weltkrieg, aber ob das jetzt hier was Besonderes ist, kann ich euch nicht sagen. Aber auf alle Fälle interessant, dann haben wir Privatpost, die sind immer interessant. Also das sind richtig tolle Sachen drin, greift zu, für 99 Euro ist das Ganze absolut geschenkt. Die 472 WOR vom Unterrand und hier nochmal interessante Privatpostausgaben. Diese Bergedorf ist wunderschön, die steht wahrscheinlich ganz schön hoch. Da kann man die Einzelmarken sicher für mehrere Euro verkaufen. Und dann haben wir hier nochmal zwei interessante Brustschilder. Schauen wir mal, was haben wir hier. Das ist die 2 Groschen großes Brustschild, nicht ganz perfekt erhalten, aber die meisten sind ohnehin immer nicht so perfekt erhalten. Das war schon mal das kleine Album und jetzt schauen wir uns gleich noch die Steckkarten dazu an. Ja, fangen wir mit den großen Steckkarten an. Hier haben wir französische Kolonien, Tunesien und noch ein paar andere Kolonien dabei. Könnte was Interessantes dabei sein. Hier ein wunderschöner Block von Argentinien aus dem Jahr 1974 und dann alte Italien aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und auch was besonders, Ionische Inseln sieht man nicht sehr oft, muss ich sagen. Dann haben wir hier auch italienische Kolonien, italienisch Eritrea. Dann haben wir hier auch Benatir, glaube ich, nein, Eritrea. Die müsste auch zweistellig im Katalog stehen. Dann immer sehr gesucht, ähnlich wie China, die ganz alten Siam, also Thailand, richtig gesucht. In Südostasien, da wird richtig was gezahlt für diese Marken. Dann schauen wir mal weiter, was alles zu sehen gibt. Dann haben wir hier alte Haiti, auch interessant. Dann haben wir hier etwas Saarland. Interessant vom Unterrand, die 200er Heuss, auch postfrisch einwandfrei, also alles sehr niedrig von mir eingeschätzt. Schauen wir mal hier weitere große Karten. Niederlande Spezialkatalog, was das jetzt ist, weiß ich nicht. MP, NVPH, weißes Papier, anscheinend 25 Euro im Katalog. Dann haben wir hier ein paar Dienstmarken von der DDR, die lege ich da gleich mal wieder rein. Dann haben wir hier Heinemann komplett, soweit ich das jetzt sehe. Die 90er ist mit dabei, da gab es mal einen richtigen Hype. Dann auch die Unfallverhütung komplett mit dabei. Das ist so eine Art Magenbuch oder so. Dann haben wir auch ein paar Briefe, bevor wir weiter mit den kleinen Steckkarten machen. Machen wir mal die Briefe. Hier Krone Adler, 10 Pfennig. Dann hier was vom 1.3.45, wahrscheinlich Feldpost. Hier auch, das sieht auch nach Feldpostbrunn, also vom Ende des Zweiten Weltkriegs, 26.2.45. Wolmirstadt, das sieht so nach Ersten Weltkrieg. Na, das ist irgendwie auch eine Feldpost. Königlich-Preußisches Amtsgericht ist es. Das ist dann eine Dienstpost. Dann schauen wir hier weiter, Germania-Ausgaben, Briefe. Dann hier so ein primitiver Druck als Ansichtskarte mit der 6-Pfennig frankiert. Und hier eine Mehrfachfrankatur von der 100.000 auf einer Karte. Ja, nun folgen noch weitere Steckkarten. Interessant, hier aus dem Olympia-Block, dann ganz alte von Liechtenstein. Auch so mit den allerersten Ausgaben hier interessante Werte. Also da sind wirklich interessante Sachen mit dabei. Die ungestempelt sind mit Falz, soweit ich sah. Dann haben wir die 20 Pfennig Aufdruck Wappenausgabe
von Bayern. Dann haben wir hier wunderschöne Dänemark, anscheinend auch bessere Werte mit 20 Mitteleuro und dergleichen. Dann hier ein interessanter Abklassik Griechenland Ausgaben von der Zwischenolympiade 1906. Sehe ich hier eine 20 Lepta und 50 Lepta, die sind mehr wert als die von den Olympischen Spielen 1896, höher notiert. Und hier haben wir sogar einen Drachmenwert, der sicher wahrscheinlich auch zweistellig im Katalog steht. Dann geht es lustig munter weiter. Luftfeldpostmarken, die sind, soweit ich sah, alle postfrisch. Dann haben wir hier Lettland aus dem Anfang, so 1920, auch 30er Jahre. Nein, das sind dann eher 30er Jahre, 20er und 30er Jahre. Dann haben wir hier finnische Marken. Die sehen teilweise immer ein bisschen auch wie russische aus, weil Finnland, das Großherzogtum Finnland, ab 1815 zum Zarenreich mitgehörte, aber gewisse Autonomie sich bewahren konnte. Und da haben wir immerhin eine 32 Penny-Marke, eine klassische, interessante Ausgabe von diesen Wappen, also eine sehr alte und die auch relativ hoch im Katalog steht. Dann hier interessante Chile-Marken. Hier weiter mit Chile, so vielleicht sogar ja bis in den Peso-Bereich und dann auch mit Aufdrucken und so weiter. Dann haben wir hier französische Zone wieder mal. Dann hier interessant, da habe ich mal den Michel nachgeschaut, Plebiszit Einstein. Der obere Satz mit Falz 38 Mitteleuro und der andere gestempelt 70 Mitteleuro. Also es kommt auch katalogmäßig was dran. Und das ist gut verkäufliche Ware. Da kann im Einzelverkauf würde ich da 17 bis 18 Euro für den unteren Satz verlangen. Also da ist schon fast mit der Karte ist das Teil bezahlt, das Ganze. Dann haben wir hier eine frühe Preußen, die könnte, glaube ich, so 70 Euro im Katalog stehen, auch noch ein interessanter Nummernstempel, 70. Dann eine Württemberg, eine Kreuzer, alte Rumänien, alte Peru, Griechenland, ein Hermeskopf mit dabei, eine interessante Niederlande. Dann haben wir hier nochmal Saargebiet und Saarland, hatten wir heute auch schon mal gezeigt. Hier eine 2 Franc, interessant, die lilane. Die hier steht, glaube ich, so 6 Euro im Katalog und auch hier ist ein guter Wert nochmal dabei. Dann hier Schiffspost, das müsste ein Nachdruck sein, ist, glaube ich, nicht echt. Und hier auch nochmal welche mit Pfalz, Germania vielleicht interessant, Generalgouvernement Warschau, deutsche Besetzung Polen, Erster Weltkrieg. Eine Belgien, glaube ich, war auch irgendwo noch dabei. Also Russisch-Polen ist dann auch Polen und Generalgouverneur war schon. Ja, hier ist die Belgien. Dann haben wir hier etwas Spanien vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann hier Montenegro, interessant, auch von 1896. Sonderausgaben, dann hier ein Pro Juventude-Block von 1962. Schweiz natürlich postfrisch. Der steht auch ein paar Euro im Katalog. Dann haben wir hier nochmal interessante Haiti. Schöne Marken. Und oh, das ist nochmal interessant. Das sieht man sehr selten. Campione di Italia. Das ist so eine Enklave in der Schweiz, die zu Italien gehört. Glaube ich am Luganer See oder so. Interessant. Die gaben 1944 eigene Briefmarken heraus. Und die sieht man wirklich nicht häufig. Die sind sehr selten. Dann haben wir hier weitere interessante italienische Marken. Dann hier eine Ganzsache aus Island, die sieht man auch nicht oft. Die ist auch ein paar Euro wert. Dann hier eine alte Ganzsache aus dem Jahr 1894, sogar gelaufen von Monaco. Also richtig tolle Sachen. Serbien von 1895, eine Ganzsache Stefan Georgevich Hotelier, steht da irgendwas. Belgien Ganzsache mit Zusatzfrankatur, interessant. Mit der Zusatzfrankatur, weil die nicht nach Belgien, sondern nach Deutschland, nach Hamburg ging. Hier ähnlich auch nach Hamburg von Belgien aus und hier auch eine interessante uralte Ganzsache aus der Jahrhundertwende noch. Dann hier klassische Belgien, 1860 so in etwa, die dann so kurz nach dem Ersten Weltkrieg dann alte Niederlande und alte Norwegen sehe ich hier, V für Victory im Zweiten Weltkrieg. Hier nochmal Montenegro, 1896er Ausgabe, wieder anscheinend der ganze Satz. Schauen wir mal, wie er hinten aussieht. Ja, dies mit Falz, wie damals so üblich. Dann hier interessante Norwegenmarken. Können wir auch mal schauen, wie die hinten aussehen.
könnten sogar Bostfrisch sein, soweit ich das jetzt sehe. Ja, diesen Bostfrisch nochmal sehr interessant. Gute Ausgaben, Blauwerde mit dabei. Und dann hier nochmal Saargebiet. Das ist ein bisschen einfacher. Und das, naja, das wäre natürlich jetzt der Knaller. Da müsste man mich natürlich schlagen, wenn ich sowas jetzt für 100 Euro verkaufen würde. Weil das hier wäre richtig teuer, aber das wurde aus dem Auktionskatalog ausgeschnitten. Da hatte ich auch erst einmal geguckt, wie ich das sah. Und da wäre man wahrscheinlich, da kann man sich einen Kleinwagen dafür leisten. Speziell, wenn die jetzt postfrisch wären. Für den Wert. Also die wären natürlich absoluter Knaller. Ich habe die mal, alle drei habe ich mal in der Sammlung gesehen, aber die war der absolute Hammer, die Sammlung. Die hätte ich natürlich auch gerne gehabt, aber konnte ich mir natürlich nicht leisten. Ja, und wie hat euch die Wunderkiste gefallen? Oder eher Kistchen, ist ja keine richtige Kiste. Es werden dann weitere Kistchen folgen mit sehr abwechslungsreichen Inhalt. Und ja, greift schnell zu. Ich denke, das könnte ziemlich schnell weg sein, auch wenn jetzt auf der letzten Steckkarte diese drei Magen leider nur Auktionsausschnitte waren, weil das wäre natürlich jetzt der Hammer gewesen. Aber die sehen natürlich wunderschön aus, diese drei Magen. Schon optisch und da wäre richtiger Wert drin. Aber der Rest ist auch nicht uninteressant. Also das sind ja noch richtig schöne andere Sachen mit dabei. Ja, zum Preis von 99 Euro kommen noch 6 Euro Botto dazu. Versand als versichertes Paket innerhalb Deutschlands. 6 Euro, wenn es ins Ausland geht, da könnt ihr dann gerne nachfragen, wenn ihr jetzt in Österreich oder sonst wo wohnt. Ich verschicke es auch ins Ausland mit entsprechend höheren Botto-Kosten natürlich dann leider. Ja, es werden weitere Wunderkistchen folgen, wenn ihr jetzt hier zu spät gekommen seid oder dass eher für euch nichts ist. Es gibt ja noch die Kommissionskiste 9, da gibt es noch ein paar Sachen. Ich lasse noch die Sachen, kann man noch eine Zeit lang weiterverkaufen. Ich muss mal das Datum ein bisschen nach hinten noch verschieben. Also besteht noch die Möglichkeit, da einzukaufen. Und wenn man da auch nichts findet, dann gibt es ja noch unseren Online-Shop www.günstig.com mit OE geschrieben. Da gibt es auch Sammlungen. Und viele Einzelmagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel gezielt was für eure Sammlung sucht, Lücken füllen wollt, dann ist die natürlich optimal. Und wenn die 10.000 Angebote da nicht ausreichen, gibt es bei uns noch die Listen nach Michel-Katalogen. Die haben wir dann für alle ausländischen Magen noch gemacht. Da kommen noch zigtausend weitere Magen dazu. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte like den mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Da rufe ich ganz laut Juhu, Juhu. Es gibt die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft und man kann auch für diesen Kanal was spenden, wenn man will. Dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi und bitte die 3G nicht vergessen, die für Glück, Gesundheit und Geld stehen, die wünsche ich uns von Herzen. Auf Wiedersehen!